Schönen guten Morgen, liebe Zuseher. Guten Morgen. Das sind bitte schön aktuelle Bilder aus Österreich. Wir sehen hier Kubianka zum Beispiel. Steht schon im Schnee, bis 700 Meter heißt hier runter. Mit dem Bauernarbeit, muss man dazu sagen. Mit dem Bauernarbeit, ja. Zu uns bei Gast Hans-Jürgen Prost, unser Wetterexperte. Wie schaut das denn jetzt aus? Schnee und ich habe heute in der Früh gehört, Winterreifen und Kettenpflicht ab 1200 Meter. Was ist da los? Ja, es ist eben so, es hat uns jetzt eine sehr, sehr markante Kaltfront erreicht. Und mit dieser Kaltfront hat sich zugleich ein Adrativ gebildet, das was sehr feuchte Luft eben dann nach Österreich transportiert. Und daraus resultieren sich eben diese enormen Niederschläge jetzt und natürlich auch dann im Schnee bis weiter runter, weil eben durch diese starke Intensität der Schnee dann auch automatisch weiter runterkommt. Ja. Hier ist noch keiner in Berwang in Tirol. Das muss also dann quasi unter 1000 Meter sein. Wie weit hast du denn runtergeschneit am Wochenende? Es hat gestern hat's jetzt schon runtergeschneit bis teilweise unter 1000 Meter. Mhm. Aber nennenswerte Schneemengen, sage ich mal, sind zusammengekommen auf 1300, 1400 Meter See. Wie viel waren es da? Teilweise schon zwischen 10 und 20 Zentimeter auch schon. Ja. Okay. Ich habe jetzt hier gerade in der Tageszeitung Österreich gelesen, dass die Schneefallgrenze heute auf 700 Meter sinkt. Mhm. Stimmt das denn? Ja, es ist so eben, dass sich die Niederschläge jetzt noch verstärken, dann von Süden. Das heißt, es wird sich noch zwischen Kärnten, Obersteiermark, wird es noch einiges an Regen geben. Nachdem sehr kalte Luftmasse, wie gesagt, eingeflossen ist, sinkt die Schneefallgrenze noch weiter runter, dann durch diese enormen Regensummen. Und wie gesagt, wird sehr spannend noch bis zum Nachmittag, wie viel Schnee das dann wirklich noch wie weit runterkommt. Aber wie gesagt, bis 800, 700 Meter könnte es durchaus runterschneiden, ja, recht kräftig. Geht das jetzt so weiter, kommt der Winter? Das geht nicht so weiter, kann ich beruhigen. Yeah. Es ist so, dass dann spätestens bis Dienstag, Mittag, Nachmittag, sage ich mal, okay, müssten dann auch die stärkeren Regenfälle überall abklingen in Österreich. Und dann setzt sich bis Mittwoch, Donnerstag auch schon wieder wärmere Luft durch, sage ich mal. Dann kriegen wir Temperaturen um die 20 Grad. Um die 20 Grad und schön. Bis zum Wochenende dreht sich es vielleicht sogar schon wieder gegen die 25. Wirklich? Hin, ja. Am Freitag ist ja dann Herbstbeginn, am 23. September. Ja. Welche Prognosen kann man denn schon für den Herbst treffen? Für den Herbst, wie gesagt, Langfristprognosen, da wage ich mich eher selten hinaus. Das ist immer ein bisschen heikel. Aber ich sage mal so, es schaut von der Tendenz her wirklich nach einem recht milden Herbst jetzt noch weiter aus. Und wie es dann genau weitergeht, schwer zu sagen. Aber ich tendiere eher mal, dass es halt immer wieder Auf und Abs geben wird. Kalt, warm, unbeständig und auch wieder recht warm. So geht es wahrscheinlich weiter. Ja. Den Sommer können wir, glaube ich, inzwischen getrost abhaken. Ein kurzes Resümee, wie war er denn? Ja, also der Sommer war im Großen und Ganzen ganz passabel. Es ist eben immer so gewesen, dass auch im Sommer schon immer wieder sehr, sehr starke Auf- und Abs waren, also sehr warm, teilweise überdurchschnittliche Temperaturen und dann auch wieder unterdurchschnittliche Temperaturen, also wenn man vom langjährigen Schnitt ausgeht. Im Sommer war es um 1 Grad zu warm sogar der Sommer, also dann rechnen wir weg meteorologisch vom 1. Juni bis 31. August. Wie gesagt, eher im normalen Bereich, 1 Grad zu warm ist nichts Sonderbares, kommt eigentlich des Öfteren vor. Also ganz normales Sommer eigentlich. Hans-Jürgen Prost, unser Wetterexperte bei uns heute im Kaffeepuls. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Trinken Sie gerne Wein? Ja, hin und wieder schon. Ja. Aber nicht um die Uhrzeit. Nein, die Uhrzeit noch nicht. Selten eigentlich. Die meisten wollen gleich einen Wein bei uns haben. Ja, naja. Die Weinlese hat begonnen in Österreich. Wir von Kaffeepuls haben mal zugeschaut, wie fleißig denn die Weinbauern beim Arbeiten sind. Und wird das heuer ein guter Jahrgang, haben wir uns gefragt. Und haben nachgefragt bei einem Winzer im Morgenland. Falls mal was passiert, vertrauen Sie Bionect. Schnelle und schöne Wundheilung mit der Kraft der Hyaluronsäure. Bionect. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker.